guten Tag, ich begrüße Sie. Und die Themen wechseln nicht allzu intensiv. Also im Grunde stellt sich nur jede Woche dringender die Frage, wie lange sich dieses Land noch eine derart handlungsunfähige Regierung leisten kann. Also viele Städte und Gemeinden sehen kein Land mehr, haben extreme Probleme. Auch die Bundesländer haben ja wenig Unterstützung vom Bund und entsprechend natürlich auch die Frage zu beantworten, wie sie zusätzliche Ausgaben schultern sollen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, ohne zusätzliche Einnahmen zu bekommen, weil sie bekanntermaßen keine Vermögenssteuern oder Ähnliches erheben könnten. Die Bundesregierung schaut zu und macht das, was sie zurzeit am besten kann. Sie streitet miteinander. Inzwischen fallen ja selbst die Getreuesten der Getreuen von Frau Merkel ab, siehe Frau Klöckner. Aber man muss natürlich schon sagen, auf der einen Seite ja, das Ziel, das die Merkel-Kritiker formulieren, nämlich die Flüchtlingszahlen zu reduzieren, das ist sicherlich ein richtiges Ziel. Aber das, was Sie an Mitteln dafür diskutieren und in die Diskussion werfen, davon ist relativ klar. Und ich glaube, das wissen Sie auch selbst, es sind untaugliche Mittel. Es wird überhaupt nicht dazu führen. Genauso wie eben auch die CSU jetzt seit einem halben Jahr über ihre fiktiven Obergrenzen diskutiert und genau weiß, dass sie mit dieser Diskussion überhaupt nichts löst. Es geht lediglich darum, offensichtlich die eigene Popularität aufrechtzuerhalten. Aber das finde ich ziemlich verantwortungslos, gerade angesichts der Probleme, die entstehen. Natürlich gäbe es Mittel, tatsächlich die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Ein ganz machbares, unmittelbar durchführbares Mittel wäre eine gemeinsame europäische Initiative. Und da könnte Deutschland natürlich diejenige sein, die das anstoßen und auch inszenieren oder initiieren. Wäre ernsthaft Mittel in die Hand zu nehmen, die Flüchtlingscamps vor Ort, also in den Anrainerstaaten Syriens, ordentlich auszustatten. Nur da muss man natürlich auch wissen, das, was jetzt mit Herrn Erdogan herumgekungelt wird und die Mittel, die Erdogan bekommen soll, die sind ja überhaupt nicht dazu da, die Lebensverhältnisse in den Camps zu verbessern, sondern lediglich die Grenzen hochzuziehen. Und hier hat sich die Bundesregierung ja auch völlig erpressbar gemacht. Aber man bräuchte, und das ist ja nun inzwischen mehrfach von der UN belegt, im Grunde keine gigantischen Beträge, um menschenwürdige Bedingungen in diesen Camps herbeizuführen. Und ich glaube schon, dass es machbar wäre, dass die europäischen Staaten und vor allen Dingen auch Deutschland mit wesentlich geringeren Mitteln, als wir sie zurzeit ausgeben infolge der Flüchtlingskrise, dort vor Ort für bessere Bedingungen sorgen könnten. Ich finde auch, dass es Anlass wäre, die Vereinigten Staaten dort in die Pflicht zu nehmen. Es soll ja einen Anruf von Herrn Obama gegeben haben bei Frau Merkel, wo er sich sozusagen dafür verwandt hat, dass Europa nicht destabilisiert werden kann. Ich finde, das ist ein schlechter Witz. Europa wird vor allem auch destabilisiert durch die vielen Kriege, die die USA mit angezettelt haben. Und insoweit wäre natürlich, da die Flüchtlinge und auch die Situation in den Lagern vor Ort eine Folge dieser Kriege ist, auch eine Verpflichtung gerade der Vereinigten Staaten, sich zumindest finanziell daran zu beteiligen, dort die Situation zu verbessern. Das wäre ein unmittelbar machbarer Schritt. Dafür bräuchte man Beträge vielleicht in der Größenordnung von 10 Milliarden. Dann wäre aber gewährleistet, dass niemand mehr Angst haben müsste, dass dort die Cholera ausbricht, dass die Menschen dort nicht mehr hungern müssen und dass die Kinder dort auch eine Schulausbildung bekommen. Solange das nicht geschieht, solange ist es vollkommen absurd zu glauben, dass man durch Grenzziehungen das Problem und Grenzzäune löst, weil verzweifelte Menschen immer Wege finden, dann auch solche Grenzen zu überwinden und sich damit eben nur noch mehr in die Hände krimineller Schlepperbanden begeben müssen.